Ich nehme mich einfach mal ein bisschen mit in meiner Woche. Ich habe aber gerade ein Paket von Dior zugeschickt bekommen und habe im letzten YouTube-Video relativ viele Kommentare gesehen. Aber es gibt auch News. Reden wir uns einfach das ein. Ist gerade ziemlich hart für mich. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme mich einfach mal ein bisschen mit in meiner Woche. Wir haben es jetzt gerade Dienstag. Valentinstag, woo. Ich habe jetzt eigentlich Schule, aber ich habe jetzt Nachhilfe, weil ich schreibe nächsten Montag meine letzte Mathe-Klausur in meinem ganzen Leben und ich kann es nicht so richtig. Das ist die letzte und es wird, glaube ich, auch die schlechteste und deswegen habe ich jetzt immer eine Stunde Nachhilfe. Ich habe die beste Nachhilfelehrerin auf der ganzen Welt und dann gehe ich erst einen Block später zur Schule. Wir sehen uns nachher wieder. Bye, bye. Einmal habe ich diese tollen Blumen bekommen. Das sind die schönsten Blumen, die ich, glaube ich, jemals in meinem ganzen Leben bekommen habe. Dann habe ich diese Box bekommen. Da war das schönste Geschenkband, was ich jemals bekommen habe, drum. Und da war dann einmal das Miss Dior Blooming Bouquet drin. Was traumhaft riecht. Ist irgendwie so ein familiär, also so ein heimlicher Duft irgendwie. Ich finde, an den kann man sich sehr schön erinnern. Passend zu meinem Gucci Flora, einfach ein blumiger Duft. Eine Karte, wo eine persönliche Nachricht draufsteht. Und dann habe ich dieses kleine Döschen bekommen. Und wenn man da aufmacht, dann ist da so ein... Es ist wirklich beautiful. Ich glaube, das kann man sich so um Taschen wickeln. Ich kann mir das auch gut mit offenen Haaren als Stirnband vorstellen. Da ist noch ein Zettel dran. Ich könnte es mal ausprobieren. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dankbar ich dafür bin. Ich weiß, man denkt sich so, ja, komm, es sind doch nur Blumen und es ist doch nur ein Parfüm. Und was ist daran jetzt so toll? Aber ich finde es so krass, wo ich vor einem Jahr war und wo ich jetzt bin. Und vor einem Jahr... Da war das alles eher ein Spaß. In einem Jahr hat sich so krass viel geändert und es ist so krass ernst geworden. Und gleichzeitig ist es aber immer noch das, was mir am meisten Spaß macht. Ich weiß noch nicht, ob das gut aussehen wird. Oh, ich finde es irgendwie süß. Ich merke jeden Tag wieder, wie diese kleinen Nachrichten, dieses, oh, du hast mir mit dieser Nachricht irgendwie den Tag verbessert. Das sind so Momente, wo ich merke, wieso ich das mache und was mich dazu auch motiviert, weiterzumachen. Weil ich merke, ich kann nicht nur mich selbst darstellen, sondern ich kann vielleicht dem einen oder anderen noch ein paar gute Worte mitgeben. Und ich möchte halt einfach was Positives sein. Ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist oder ob das sehr selbstverliebt ist, aber ich möchte halt einfach irgendwie, ja... was Gutes tun damit. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht nötig ist für die Welt. Es ist nicht weltverändernd, aber ich finde, wenn einem was Spaß macht und es anderen vielleicht noch was Positives verhilft oder einem irgendwie den Tag verbessert, dann ist das Beste, was man eigentlich machen kann. Und dass ich so schöne Blumen kriege, nehme ich auch gerne an. Dazu kurz, ich war jetzt in der Schule und ich muss jetzt ein bisschen lernen. Ich schreibe nämlich morgen Englisch und schreibe am Freitag einen Bio-Test. Und so wird jetzt mein Nachmittag aussehen. Wenn es irgendwas Spannendes gibt, dann werde ich mich melden. Aber wahrscheinlich ist es eher nicht spannend, deswegen werde ich mich, glaube ich, erst später wieder melden. Wir haben es jetzt 21:30 und ich gehe jetzt ins Bett. Ich nehme euch jetzt noch kurz mit bei meiner Skincare, weil
Morgen wird ein bisschen stressig. Ich habe nachts, also abends benutze ich immer nur die Sachen, die ich am Nachttisch habe. Einmal von Nivea, so eine Creme. Diesen Monat habe ich mich jetzt mal an Secondhand rangewagt und habe unter anderem diesen Pulli bei Sally P, Sally Help oder so bestellt. Von Brandy für 6 Euro oder so. Ich habe 4 Teile von Brandy gekauft und habe, glaube ich, 20 Euro bezahlt. Von Biotherm, so ein Lip-Ding. Ich habe nämlich unter meinem letzten YouTube-Video relativ viele Kommentare gesehen, oder 2 oder 3, dass mein Konsum natürlich irgendwie schon sehr extrem zum Teil ist. Und ich sehe das auch und mir wird es dann wieder auch wirklich so bewusst. Und ich finde es total okay, dass man auch Dinge kauft, und aber halt in Maßen. Und ich glaube, ich bin manchmal wahrscheinlich über dem Norm und möchte mich jetzt auch an Secondhand rantrauen. Deswegen habe ich jetzt, ich habe diesen Monat eine Sache bis jetzt nicht im Secondhand gekauft. Und sonst ist alles pre-loved. Und meine Sachen werden auch immer weitergegeben, deswegen da bin ich schon ganz gut dran. Ich benutze jetzt von Mario Badescu so ein Facial Spray mit Rosenwasser. Das ist richtig geil. Es hat keinen Sinn, aber es ist einfach geil. Ich benutze jetzt noch Handcreme von Born Eng. Because I have very dry hands and this is not good. Ich stehe morgens, wenn ich um 8 Schule habe, immer um 6 auf. Ja, für den einen oder anderen wird es früh sein, weil ich habe einen Schulweg von, glaube ich, 3 Minuten. Aber ich mag es gerne, morgens Zeit zu haben, ganz in Ruhe zu frühstücken, mich dann irgendwann so um 8 fertig zu machen. Nicht um 8, um 7. Und dann entspannt in die Schule zu gehen und auch so Instagram und so morgens ohne Stress und ohne Rush zu machen, weil das nervt mich. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen früh wieder. Für euch ist es nur eine Sekunde, für mich sind es hoffentlich 10 Stunden Schlaf. Na, das wird eh nichts mehr. 8 Stunden Schlaf. Wir haben es jetzt 20 nach 7. Ich bin pünktlich um 6 aufgestanden. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe. Was wollte ich erzählen? Achso, ich habe jetzt gleich Schule. Ich schreibe Englisch im ersten. Ich habe wirklich nichts gelernt. Entweder das wird so ein gefreestyltes Mega-Ding oder es wird halt richtig scheiße. Aber ich. Dafür hätte man auch nichts lernen können. Reden wir uns einfach das ein. Leute, wie geht's euch so? Was macht ihr so? Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr gerade. Was gerade ist, wenn ihr das Video guckt. Ob ihr gerade chillt? Oder ob ihr so denkt, YOLO? Ich zieh mir jetzt Lottas Vlog rein, damit ich richtig schlecht gelaunt bin. Nein, Spaß. Deshalb solltet ihr den Vlog nicht gucken, dass ihr schlecht gelaunt werdet. Machen wir die rein oder lassen wir die dann? Kennt ihr das? Ihr tragt einen Schmuck, dann immer so für die nächsten 2 Wochen. Und dann tragt ihr ihn wieder 3 Monate nicht. Ich bin die schlechteste Vloggerin aller Zeiten. Ich nehme es auf mich. Ich trage diesen Titel mit Würde. Ich habe nicht gevloggt seit heute Morgen, weil ich einfach schlecht bin. Bleiben wir auf dem Boden, ich habe es einfach nicht geschafft. Und ich bin dann auch so in meinem... Ich bin dann sehr ruhig und sehr in mich gekehrt und sehr introvertiert. Auch wenn viele denken, ich bin introvertiert, ich glaube, ich kann Social Media nur machen, weil ich nicht introvertiert bin. In dem Moment, wo ich es dann halt bin, fällt es mir auch schwer, vor die Kamera zu gehen oder was zu posten. Und jetzt mache ich noch ein bisschen chillen. Ich mache chillen. Und dann gehe ich ins Bett. Aber es gibt doch News. Die erzähle ich euch nachher noch, weil die sind wild. Für mich geht's jetzt ins Bett. Wir haben es 11:30. Was wollte ich sagen? Ach so, ich wollte euch noch was erzählen. Für euch wahrscheinlich nicht so wichtig, für mich schon relativ wichtig. Ich habe meine erste Fahrstunde nächste Woche. Habe ich heute Bescheid bekommen. Am Montag geht es für mich das erste Mal Brummbrumm machen. Ich habe in 2 Wochen auch meine Theorieprüfung.
Ich bin echt froh, wenn ich die durch habe, weil ich habe irgendwie vor der mehr Angst als vor der Praxisprüfung. Ich weiß nicht, aber die unter euch, die Führerschein schon haben, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Angst vor der praktischen Prüfung oder vor der theoretischen habt. Weil vor der praktischen mache ich mir irgendwie gar keine Sorgen. Naja, ich gehe jetzt ins Bett. Wir sehen uns morgen. Und ja, gute Nacht. Wir haben so richtig Stress, wenn ich ordentliche Wohnung habe, wo ich wirklich nach Hause komme und Andi quasi dann noch. Ja, so. Das kann er aber sagen. Kann der macht auch die. Das ist so ein System. Hi, es ist der nächste Tag und ich habe gestern nicht mehr gefilmt, weil ich ein bisschen down war und ich mich absolut nicht nach Film gefühlt habe, aber ich euch trotzdem erzählen möchte, keine Ahnung, was so in mir vorgeht. Es ist gerade ziemlich hart für mich, also ziemlich viel und ziemlich stressig und ich gehe mit Stress falsch um, würde ich sagen, und deswegen bin ich dann immer so ein bisschen, ja, geht's mir nicht so super gut. Und Hedwig ist auch noch verschwunden. Hedwig kommt jeden Abend, wer es nicht weiß, Hedwig ist meine Katze. Und Hedwig kommt jeden Abend nach Hause, wirklich jeden. Und die Male, die sie nicht nach Hause gekommen ist, war sie immer irgendwo drin bei anderen Leuten. Weil Hedwig ist super zutraulich und sie geht einfach womit rein. Und dann denkt man sich halt, oh toll, eine Katze. Jetzt haben wir auch eine Katze, aber ist halt scheiße, weil wir vermissen unsere Katze. Also, ich gebe euch ein Update, falls ich das schneide und sie wieder da ist, schreibe ich sie hin. Aber ja, mich macht es immer ziemlich fertig, weil ich dann irgendwie so alle Mamas nachvollziehen kann mit ihren Mama-Instinkten, weil Hedwig ist einfach, ich wollte Hedwig nie haben. Also ich habe Angst vor Tieren eigentlich. Man muss dazu sagen, wir haben Hedwig bekommen in der Zeit, wo es mir echt schlecht ging, wo ich sehr labil war. Ich habe sehr viel geweint und mir ging es nicht gut. Und Hedwig war so ein bisschen so, sie war da und sie kam immer in mein Bett und sie hat da gelegen und mich irgendwie so ein bisschen so, mir irgendwie so ein bisschen Gesellschaft geleistet in meiner Trauer. Und deswegen habe ich sie einfach lieb. Und ich könnte mir nie vorstellen, eine andere Katze zu haben. Und dann macht mich das immer ziemlich fertig, wenn Hedwig nicht da ist. Weil es ist halt einfach, ja, man weiß, dass, man kriegt so viel mit, dass so viele Katzen verschwinden oder überfahren werden. Und Hedwig ist eigentlich sehr vorsichtig und sie lässt sich nicht überfahren. Also sie wartet halt am Straßenrand. Sie ist besser erzogen als ein kleines Kind. Aber ja, also falls sie aus meiner Gegend kommt und Hedwig noch nicht wieder da ist am Sonntag, dann haltet bitte die Augen auf. Ihr seht, ihr habt nicht so super viel gesehen oder es ist nicht so viel Spannendes passiert. Einfach aus dem Grund, weil es gerade eine sehr intensive und nicht langweilige Phase ist, aber es ist einfach Schule, Schule, Schule. Ich schreibe Abitur und das ist auch mein Fokus. Und ich versuche so gut wie es geht, YouTube und alles nebenbei einzubringen. Und ich weiß, dass ich es nicht immer super gut hinkriege. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen kleinen Einblick in meine Höhen und Tiefen auch in der Woche. Und dass es mir auch nicht nur gut geht und dass bei mir nicht die Woche perfekt läuft und ich produktiv von morgens bis abends bin. Ich muss sagen, ich habe oftmals am Nachmittag einen richtigen Durchhänger. Es ist einfach wichtig, auch auf sich Acht zu geben. Ich hatte gestern mit meiner Mama ein Gespräch, wo sie meinte, du musst dir auch mal Pause gönnen. Und ich meinte, ja, Pause mache ich nachts. Und man muss sich aber auch einfach mal außerhalb vom Schlafen eine Pause nehmen. Auch wenn viel schlecht läuft natürlich, finde ich, gibt es immer die kleinen Dinge, die einen trotzdem erfreuen und die mich auch trotzdem erfreuen. Auch wenn das Leben gerade nicht nur sonnig und schön ist. Was soll ich noch sagen? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ich habe das Video nicht so sehr runtergezogen, aber eigentlich war ich gar nicht so negativ. Ich bin einfach nur ein bisschen halt, ja, es ist halt, ich mache auch Abi wie viele andere in meinem Alter und das ist halt nicht nur schön und spaßig. Ich sage jetzt tschüss und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye.